Idee der Ausstellung kam noch von Frieder Burda, der sich letztes Jahr in einigen Gesprächen mit seinem Bruder getroffen hat. Und in diesen Gesprächen wurde diese Idee, die Sammlung der Brüder einmal gemeinsam zu zeigen, im Museum geboren. Wir haben ja hier vor allen Dingen in Fokus genommen die Anfänge der Sammlung. Und die Anfänge der Sammlung der drei Brüder ist eben ganz stark durch das Elternhaus geprägt. I think first, because it comes from dripping paint, it's like we're all inside of a can of paint. The important thing is that the viewer feels like they're inside. You know, that it's a very closed experience and that it creates a horizon all the way around them. There's also a way that sort of environmental image can be read as sound waves or as a kind of a landscape horizon, you know, around you. So Karl Ostendorp hat hier ein Farbspektrum für dieses Haus entworfen, das er tatsächlich assoziiert aus den Farben, die die Maler verwandt haben. Und jetzt einmal die Expressionisten aus den 20er, 30er, 40er Jahre zu zeigen aus den Sammlungen der Brüder mit einem ganz zeitgenössischen Künstler zusammen. Es lässt die Bilder einfach frischer erscheinen, zeitgenössischer erscheinen, und das ist gut so. So, ich stehe jetzt hier vor einem Werk von Gabriele Münter. Ich habe nur die Perspektive gewechselt und befinde mich jetzt auf Augenhöhe mit Kindern. Und die Bilder in diesem Raum sind auch auf Augenhöhe von Kindern gehängt. Alle Bilder von Beckmann in dieser Sammlung sind einfach fantastische Bilder. Es gibt ganz herausragende Kirchner Bilder. In dieser Ausstellung finden sich drei sehr ähnliche Bilder von Warhol, der drei Brüder. Wenn man mit Hubert Burda spricht, wird man immer wieder von ihm hören, wie wichtig Andy Warhol für ihn, aber dann auch für die Entwicklung des Unternehmens war. Ich glaube, das ist eine der ganz, ganz wichtigen Erfahrungen, die man im Leben macht mit Künstlern, dass sie einen auf einen weiteren Weg hin begleiten durch ihre Spiritualität, aber eben auch Intellektualität. Und ich glaube, alle drei Brüder haben sich sehr, sehr stark durch starke und herausragende Künstlerfiguren leiten lassen.